Proklamation. In dem Bewusstsein meiner Verantwortung von Yahuwah Gott und den Menschen, von den Willen beseelt, dem Frieden der Welt zu dienen, mache ich gemäß der preußischen Verfassung von 1850 folgende Proklamation gehörig. Im Namen von Yahusha, Jesus Christus Immanuel, dem König aller Könige, bitte ich um mein Erbe, von Yahuwah Gott gegeben, dem Boden meiner Heimat Preußen, der preußische Boden, der meinen Vorfahren als Erbe gegeben wurde. Darum fordere ich hiermit meine ererbte Staatsbürgerschaft des Königreiches Preußen ein und die damit verbundenen Boden- und Lehensrechte. Ich nehme Herrn Schirinowski beim Wort, ganz Preußen mit der Hilfe Russlands wiederherzustellen. Dieses soll geschehen, ohne die dort lebenden Menschen zu vertreiben. Diese unveräußerlichen Erbrechte wurden meinen Vorfahren in den Jahren 1848 und 1850 durch Friedrich Wilhelm IV. Übertragen. Mit der preußischen Verfassung von 1850 in Verbindung mit dem preußischen Landrecht ist der Mensch mit Beginn der Geburt Träger aller Rechte und ich nehme diese heute wahr. Frauenwald, den 10. April 2021, dieser Zeitrechnung. Kerstin Iris Engelhardt aus dem Hause Hoffmann.